Stadion Sommer. Der dürfte nie vergehen. Ist das ein Bild? So ein Tag, auf den ich mich so freue. Oh, stell ich rein bei YouTube? Ja. Stell ich rein bei YouTube, mach Werbung hinter. Yeah.
den Start konzentrieren. Mit dabei Güstrow, Sieger von 2014, Niki Petersen. Chris Holder und ja, Niki Pedersen, die Stadt. Die legen sich schon zu den Rissen auf 0. Aber die kennen die Bahn auch alle. Ich habe gleich mal die Zeit rübergereicht und das ist 58,9 Sekunden. Ja, und am Start wechselt die schwedischen Vertreter mit der Startnummer 9, Andreas Jonsson. Dazu die Startnummer 10, Thomas H. Jonasson. Und sie treffen auf das polnische Team mit der Startnummer 11, Jarosław Hampel. Und die Startnummer 12, Piotr Papicki. Hat der wirklich jetzt die Nummer 11? Hör auf, okay. Lass nach Hause fahren. Gewinnt er auch. Der schreibt, der bleibt. Warum hat er die Nummer 11? Ja, und da kommen sie herunter. Der Start ist freigegeben. Piotr Papicki. Jarosław Hampel und es laufen 2 Minuten. Du Männels. 3 Jahre lang. Andreas Jonsson und Thomas H. Jonasson. Ich habe eine Welt, ja. Schick aus, ne? Und wieder bei zurück. Einstellen. Und das polnische Team hat sich viel vorgenommen zu Hause. Hinterhofer, knallen wir auf diesen zweiten Platz. Das wollen wir natürlich besser machen. Ihre Gegner, eine Minute hier für den restlichen Fahrer. Eine Minute nur noch für diesen Start. Jetzt geht es um die Punkte. Ja.
Soft Giants für das polnische Team und das sind 3 Punkte für die Startnummer 2. Und nach heißem Kampf 2 Punkte dazu für die Startnummer, die heute Mittag auch getestet und erfahren war natürlich hier. Mal schauen wir mal, Dänemark hier.
weiß ich nicht. Oh ja, was muss das für ein Gefühl sein, vor so einem Publikum zu fahren. Und da können wir ihn unterstützen, den Tobi Busch. Das muss er hören oder sein Held. Hau einen raus, wir wollen nach Hause.
kann er sich präsentieren. Ja, und auch das polnische Team hat hier getauscht, also Jaroslav Hampel hier nicht dabei, sondern wieder Bartosz Maslik und die beiden hier wiederum auf das deutsche Team treffen, also Tobi Busch hier mit dabei und ich denke, wir versuchen es einfach nochmal eine Minute hier für das Feld und da hoffen wir natürlich auch, dass hier der zweite polnische Fahrer das schafft. One minute remaining und natürlich brauchen wir wieder die Unterstützung für die beiden vom Team Deutschland. Der Juniorenweltmeister Piotr Pawlinski. Wir können dieses Jahr auch erleben in der Bundesliga für die Nordsterne in Stralsund. Er ist gemeinsam mit Bartosz Maslik der Gegner der beiden vom Team Deutschland. Und jetzt sind sie bereit.